Wir starten Geld nicht mehr. Der Leihut und manchmal macht er. Bin ich ja gespannt. Wir wollen nicht am Sonntag einschalten. Was ist denn? Müssen wir mal gesehen haben, bevor wir in die Kiste hüpfen. Mal sehen, wer hier aus dem Rennen Tja, als kluger vorgeht. Nur noch ein kleiner Funke, ne? Also irgendwas, du bist so nah dran. Magic! Freude, auch wenn es nicht von langer Dauer war. Immer nur das Kurze, ne? Und dann gar nicht mehr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hallo, ich bin Frank Schild hier und seit kurzem auch mit dem Fahrrad zur Pannenhilfe in Dresden unterwegs. Und was ich mit dieser Kiste alles lösen kann, das zeige ich euch jetzt. Ich bin in wenigen Minuten bei Ihnen. Wir treffen uns an Ihrem Fahrzeug. Ich komme mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Na klar. Nee, ich will Sie nicht veralbern. Gut, dann bis gleich. Ne? Es ist eine Sackgasse und er wollte mir einen Hinweis geben, dass die Zufahrt schwierig ist. Haben wir einen Vorteil mit dem Fahrrad, ne? Ja, ne? Hat mich noch nicht mal schön gemacht. Noch nicht mal schön gemacht. Das hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Hey, mit dem Fahrrad. Ja, ne? Wer hätte das gedacht? Das ist die schnelle Truppe, die schnelle Eingreiftruppe. Sie haben es noch nie geglaubt, oder? Nee, ich kann nicht. Helfen Sie uns aus der Patsche. Dann werden wir mal die Flutlichtanlage hier einschalten. Was ist denn? Eine es ganz ist tolle ein Sache. Highlight. Ja. Ist ein Highlight, ja. Ja, okay. Müssen wir mal gesehen haben, bevor wir in die Kiste hüpfen. Was ist denn passiert? Ich stellte in die Garage. Meine Tochter wollte abends noch was machen. Sie sagte, kannst du mich mal fahren? Ich will starten, geht nicht mehr. 20 Jahre wird er. Hat fast 300.000 Kilometer weg. Läuft, läuft und läuft. Also, ich kann nur gut darüber reden. Heute hat er sich mal eine kleine Pause erkämpft. Aber ausgerechnet. Naja, ja. Mach mir mal ein Bild. Ja, ich setz mich erst mal rein und will mal hören, was er noch so für Geräusche von sich gibt. Ja, eigentlich nicht. Der leiert und manchmal macht er. Blub. Es war ja nicht so ganz klar, was wirklich die Ursache ist. Ja, im besten Fall, das Frage ist, was ist der beste Fall? Wenn wir die Ursache rausfinden wollen, dann wäre es stark, wenn die Batterie hier vielleicht bis auf 8 oder 9 Volt Spannung absackt beim Starten. Aber wenn wir sagen wollen, die Batterie soll lieber top in Ordnung sein, dann wäre es schön, wenn sie vielleicht über 10 Volt bleibt. Ne? So, Sie können mal starten, bitte. Gut, dann machen wir das mal. Hallo. Von ADAC. Ja, wir hatten ja heute Mittag auch so einen Fall, der einfach gesehen hat, ADAC, das sind deine Helfer. Ich habe ein Problem, ich bin mit dem Dampfschiff angekommen jetzt, will mein Fahrrad aufschließen und ziehe das Schloss nicht auf. Dann weiß ich nicht. Was ist denn das für ein Schloss? So ein Draht ummantelt, ja. Oder? Ich habe einen Schneider, aber ob der es schafft, also wenn es ein richtig ja, stabiles, dickes. Könnte gehen. Wollen wir es versuchen? Ja, wenn es. Ne? Das hier? Können Sie mir irgendwie nachweisen, dass das Ihr Fahrrad ist? Ja, verstehen Sie mich nicht falsch, aber morgen steht in der Bildzeitung, ADAC knackt hier Fahrradschlösser und nee, weiß gar nicht, wem das Teil gehört. Der Schlüssel hier. Sind wir so frei? Das war auch so ein Stück weit der Beweis, dass es tatsächlich seins ist, weil er hatte ja den passenden Schlüssel. Hört sich nicht. Wir können es versuchen, aber es wird zerstört, ne? Ja, ich muss mir den neues. Schwierig. Wenn
immer sagen wollen, die Batterie soll lieber top in Ordnung sein, dann wäre es schön, wenn sie vielleicht über 10 Volt bleibt. Bleibt über 10 Volt, ne? Gut. Eigentlich die Aussage, Batterie ist in Ordnung. Sie könnten gleich noch mal starten. Kleinen Augenblick. Genau. Dann kriegt er mal ein bisschen Snüffelspray. Mal sehen. So, Sie können mal versuchen, bitte. Ja, kann losgehen. Der läuft nur aus der Sprayflasche. Oh, das kann man ihrer Frau auch nicht zumuten, dass die ganze Zeit hier vorne die Sprayflasche reinhält. Ne? Gefährlich. Nee, das machen wir nicht. Spaß beiseite. Oh! Kraftstoffpumpe. Ne? Hätte ja sein können, dass da eine Sicherung defekt ist. Da müssen wir mal hier in die Tiefen abtauchen. Wo denn sich eventuell entsprechende Sicherungen befinden könnten. Ah ja, ich sehe sie. Hat sich aber herausgestellt, dass das ja nicht das Problem ist. Die Sicherungen waren in Ordnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Das ist jetzt kein Fall, den ich hier jede Woche habe. Zeigt das schlaue Gerät jetzt was an? Ja, er hat zwei Fehler angezeigt. Zum einen Wegfahrsperre. Ich habe die Fehler jetzt mal gelöscht und jetzt werden wir mal sehen, wenn wir nochmal anmachen, ob er die gleichen Fehler wieder hat. Start nochmal. Ja. Ja, ne? Zwar kaputt, aber. Gut, danke. Dann? Ich hätte nie gewusst, wie ich weiterkomme. Er hat ja auch gesagt, der Tag wäre gerettet für ihn. So schön kann Arbeiten sein, ne? Wir haben unseren Auftrag, ein Suzuki Swift, der nicht mehr anspringen mag. Ich grüße Sie. Das haben Sie noch nie gesehen, oder? Jetzt. Ja. Ich habe nicht mal meine Nummer vorhin gewusst. Da war ich so aufgeregt. So, weil das Auto nicht ging? Na, weil es nicht ging, na klar, weil ich fort wollte. Die war ganz schön hippelig, ne? Wollte mit ihrem Auto in den Garten ihr Gemüsebeet gießen. Ich darf meinen Schlüssel haben, dann mache ich mir mal ein Bild. Der ist quasi klinisch tot. Ja, ich war schon noch drüben bei meiner Werkstatt. Ja. Der hat jetzt Ferien. Ich dachte, der kann mal schnell kommen, hier den anschieben vielleicht oder was weiß ich, holen, anlassen. Wir sind doch da. Ja. Pannenhelfer, ganz klar. Aber man hat natürlich manchmal so ein paar psychologische Aufgaben. Jetzt ist erstmal Priorität, dass wir das Auto wieder zum Leben erwecken. Da geht es Ihnen dann bestimmt auch gleich viel besser, könnte ich mir vorstellen. Ich bin ein technischer Blindgänger, also ich kann Ihnen gar nichts sagen. Vielleicht ist die Batterie so hin, dass sie neue Batterie rein. Also vom Optischen her, muss ich sagen, könnte ich es mir vorstellen. Die sieht fast aus wie original noch, kann das sein? Doch, können Sie das nicht ersehen? Bin ich ja gespannt. Am Sonntag wollten wir in Urlaub fahren an die See hoch. Zeigt das schlaue Gerät jetzt was an? Ja, er hat zwei Fehler angezeigt. Zum einen Wegfahrsperre. Ich habe die Fehler jetzt mal gelöscht und starte nochmal. Ja. Magic, Magic. Jetzt klingt doch gut. Freude, es war ein Erfolgserlebnis, auch wenn es nicht von langer Dauer war. Ja, sehe ich auch so. Das muss man jetzt auch ehrlich sagen, dass das Risiko natürlich besteht, dass das wieder auftritt. Solange wir nicht genau sagen können, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Ah, hier ist ja quasi ein Chip drin für die Wegfahrsperre. Wenn das hier schon so abspringt, ne, dann drängt sich irgendwie der Verdacht auf, dass hier drin irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Haben Sie den Ersatzschlüssel auch hier noch griffbereit? Den probieren wir auch noch mal. Ja. Mal sehen, wer hier aus dem Rennen als kluger vorgeht. Aha.
Das war doch schön. Klasse. Frau Müller, haben Sie es gehört? Ihr Auto läuft wieder. Ich hab das immer strahlt. Ich gehe mal davon aus, dass die Batterie altersschwach ist. Ich denke auch mit der neue rein. Und da können Sie immer noch in den Garten fahren heute. Danke Ihnen. Schönen Tag noch für Sie. Danke. Gute Fahrt. Kommen Sie gut an. Ne? Jo. Wenn man was zurückbekommt, ist doch schön. Das ist eigentlich schon ein Privileg, wenn man das haben kann. Das hat nicht jeder Beruf. Nee. Nee? Mit dem ging es dann plötzlich wieder nicht. So, und jetzt schließen wir gleich wieder das Diagnosegerät an. Jetzt ist die Hoffnung, dass er uns noch mal sagt, das Problem haben wir. Ich hoffe ja, ich hoffe ja. Wegfahrsperre. Die Ursache ist die Wegfahrsperre. Nur noch ein kleiner Funke, ne? Also irgendwas, du bist so nah dran. Immer nur das Kurze, ne? Mhm. Und dann gar nicht mehr. Und dann ist wieder Ruhe. Mhm. Und, können wir uns freuen? Nee, Abschlepper. Nie wirklich. Nee. Erfinden Fehler nicht direkt. Schade, aber es tut schon irgendwie so ein bisschen weh, ne? Man hat ihn vorhin mal schon so gehört, wie er, wie er kann. Genau. Sie kriegen einen Ersatzwagen, der noch größer ist. Da können Sie noch mehr mitnehmen. Ja, das wäre was. Ja. Da können Sie einen halben Schuhschrank mitnehmen. Nee, oder Viertel. Nee, ich würde viel Kranichfutter mitnehmen. Super. Also, toi, toi, toi. Ja, alles Gute. Danke. Schönen Urlaub dann. Ja. Mit welchem Auto auch immer. Ja, danke. Schön, dass ihr heute mit mir unterwegs wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann Daumen hoch. Und hier oder hier könnt ihr sehen, was wir beim ADAC sonst noch so treiben. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, bleibt gesund und immer gute Fahrt. Tschüss!